Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 1. Januar hat die Stadt Trier als erste rheinland-pfälzische Kommune die elektronische Gesundheitskarte für Asylbewerber eingeführt. Die Landesregierung feierte dies als großen Erfolg. Ministerin Betzing-Lichtentäler stellte fest, Trier schaffe damit einen diskriminierungsfreien und schnellen Zugang zur medizinischen Versorgung. In einer Erklärung von Ministerin Spiegel hieß es sogar, die Einführung sei ein Meilenstein für eine bessere gesundheitliche Versorgung von Asylsuchenden in Rheinland-Pfalz. Leider ist weder das eine noch das andere wahr. Als Vorsitzender der AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat sind mir die Entwicklungen, die doch zur Einführung der Gesundheitskarte geführt haben, bestens bekannt. Nachdem bereits im Oktober 2015 ein entsprechender Beschluss gefasst worden war, kam es in der Stadtverwaltung zu erheblichem Widerstand gegen dieses Projekt. Im Juli 2016 erklärte SPD-Oberbürgermeister Leibe, dass man die Einführung der Karte aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten gestoppt habe. Die Grüne, Sozialdezernentin Birk, stellte fest, die Gesundheitskarte würde für die Stadt mehr statt weniger Verwaltungsaufwand und zugleich höhere Gebühren an die Krankenkassen bedeuten. Bei gleichbleibender medizinischer Versorgung für die Flüchtlinge sei dies nicht zu rechtfertigen. Zudem erhielten die noch nicht anerkannten Flüchtlinge zu Beginn eines jeden Quartals den neuen Krankenschein postalisch zugestellt. Somit sei bereits jetzt ein unbürokratischer und diskriminierungsfreier Zugang zu Ärzten und Gesundheitsleistungen sichergestellt. Die grüne Sozialdezernentin der Stadt Trier, meine Damen und Herren, ist also Kronzeugin dafür, dass die von der Landesregierung aufgestellte Behauptung, erst mit der Gesundheitskarte werde ein solcher Zugang überhaupt ermöglicht, schlichtweg nicht stimmt. Nur wenige Wochen nach dieser deutlichen Stellungnahme kam urplötzlich Bewegung in die Sache. Sozialdezernentin Birk sprach von Dialogsignalen seitens des Landes, denn zwischenzeitlich war Post aus Mainz im Sozialdezernat eingetroffen. Nicht die zuständige Ressortleiterin Betzing-Lichtentäler, sondern ihre Kollegin Spiegel teilte der Stadt Anfang September mit, das Land werde bei den Hochkostenfällen selbstverständlich auch die 8-prozentige Verwaltungsgebühr der Kassen übernehmen. Mit anderen Worten, die Landesregierung köderte die Stadt Trier mit dem Angebot, einen erheblichen Teil der entstehenden Ausgaben zu übernehmen. Wie ein Deus ex machina erschien die grüne Ministerin und löste den gordischen Knoten, der bis dahin die Einführung der Karte verhindert hatte. Denn angesichts des drohenden Scheiterns des ganzen Projekts musste Trier um jeden Preis zur Pilotgemeinde werden, in der Hoffnung, mit diesem Vorbild den Widerstand der Kreise und Kommunen brechen zu können. Dass die vermeintliche Lösung nichts anderes als ein Taschenspielertrick war, wurde natürlich verschwiegen. Denn für den Steuerzahler ist es letzten Endes vollkommen gleich, aus welchem Budget diese Kosten zu bezahlen sind. Dennoch zeigte die Maßnahme den gewünschten Erfolg. Der Oberbürgermeister erklärte, aufgrund der sozialpolitischen Entscheidung des Landes ergebe sich ein neues Gesamtbild und bereits im November beschloss der Stadtrat die Einführung der Gesundheitskarte in Trier. So, meine Damen und Herren, so wird in Rheinland-Pfalz Politik gemacht. Mit Tricksen und Täuschen, mit Verschieben von Kosten aus einer Tasche in die andere, mit einer Mischung aus politischem Druck und finanziellen Anreizen, nur um sich am Ende für das Erreichen eines weiteren Meilensteins bei der Beseitigung der überall lauernden Diskriminierungen feiern zu lassen. Die nüchternen Fakten sprechen da eine andere Sprache. Die Gesundheitskarte bringt den betroffenen Menschen keine substanzielle Verbesserung. Da die bisherige Steuerungsfunktion von Behörde und Hausarzt entfällt, ist mit einer vermehrten Inanspruchnahme von Leistungen zu rechnen. Vor allem aber prüfen die Krankenkassen laut Anlage 1 der Rahmenvereinbarung die Aufschiebbarkeit einer Behandlung eben nicht. Genau diese ist jedoch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz das entscheidende Kriterium für die rechtmäßige Gewährung von Gesundheitsleistungen. Nicht umsonst haben sich alle rheinland-pfälzischen Gemeindeverbände wegen der zu erwartenden Kostensteigerungen mit Nachdruck gegen die Einführung der Karte ausgesprochen. Und nicht umsonst ist trotz intensiver Bemühungen der Landesregierung bisher keine weitere Kommune dem schon seit einem Jahr laufenden Projekt beigetreten. Dass Sie, liebe Kolleginnen von der Ampel, dies im Ausschuss auf die mangelnde Sachkompetenz der Verbände zurückgeführt haben, zeigt einmal mehr Ihre Faktenresistenz, verbunden mit einer tiefen Überzeugung eigener Unfehlbarkeit. Ich fasse zusammen.
Die elektronische Gesundheitskarte für Asylbewerber ist wirkungslos und teuer. Sie ist ein Musterbeispiel für ideologisch motivierte rot-grüne Symbolpolitik auf dem Rücken der Steuerzahler. Und sie stößt bei den betroffenen Kommunen auf so großen Widerstand, dass die Landesregierung schon tief in die Taschen der Bürger greifen muss, um diesen zu brechen. Vernunft und Allgemeinwohl bleiben wieder einmal auf der Strecke. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Täuber von der Fraktion der SPD. Mein Vorsitzender hat gerade so schön gesagt, der Grund für Politik ist Freiheit. Und diese Freiheit wird allen Beteiligten durch die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ermöglicht. Diese Freiheit nämlich, die ich vor einer Woche im Zug auf dem Weg von Mainz nach Trier erleben durfte, als ich Eva und Abel kennenlernte. Eva und Abel, 3 und 1 Jahr alt, waren mit ihren Eltern auf dem Weg nach Trier in die Erstaufnahmeeinrichtung. Völlig orientierungslos, völlig hilflos und völlig mittellos. Also habe ich sie kennengelernt und habe sie ein wenig in Trier ihnen Unterstützung gegeben. Habe ihnen gesagt, wo sie hin müssen, in der Erstaufnahmeeinrichtung, wie sie dorthin kommen. Habe ihnen einfach ein wenig Anschub gegeben, um in Trier und in unserem schönen Land zu Hause zu sein. Nun stellen wir uns mal Eva und Abel vor. Und alle, die Kinder haben oder Enkelkinder, die wissen, Kinder werden auch häufig nachts mal krank. Kinder haben auch häufig nachts das Problem. Da hilft mir keine postalische Zusendung eines Behandlungsscheins. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, kurz vorab, sehr geehrte AfD-Kollegen, eine Schnellrecherche von mir hat ergeben, dass in dem 14.15 Uhr Flieger von Frankfurt nach Thailand noch 13 Plätze frei wären. Es ergeht herzliche Einladung an Sie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben den wirtschaftlichen Aspekten muss jedoch eines an erster Stelle stehen, nämlich das Wohl der Geflüchteten und deren diskriminierungsfreier, unkomplizierter Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und Herr Dr. Gensch, ich möchte keine Patienten der ersten und zweiten Klasse. Ich möchte, dass ein Kind, wenn es hingefallen ist, und ja, wenn es nur Schrammen hat, egal ob es ein Kind deutscher Herkunft ist oder ein Kind mit Flüchtlingshintergrund, dann möchte ich, dass es sofort zum Arzt gehen kann. Das ist unser Verständnis von Menschenwürde. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Täuber, Sie sind, wie schon einmal in diesem Haus, leider auf meine Argumente nicht eingegangen. Die Kostensteigerungen, die befürchtet werden, die Abstimmung der kommunalen Spitzenverbände mit den Füßen, die einfach die Karte nicht akzeptieren, sprechen doch Bände darüber, dass hier massive Bedenken bestehen, auf die Sie leider mit keinem einzigen Wort eingegangen sind. Stattdessen haben Sie uns hier eine herzerweichende Geschichte zweier Asylkinder geschildert, mit dem Ende, dass Sie hier den Eindruck erweckt haben, diese Kinder würden nach dem jetzigen Stand in unserem Gesundheitssystem nicht behandelt. Das halte ich nun für eine höchst bedenkliche Fehldarstellung, weil hier der Eindruck erweckt wird, wir würden uns um diese Menschen nicht kümmern. Das passt aber zu der Äußerung, die Sie am 25.10. in der Presse gemacht haben. Da sagten Sie, die bisherige Praxis, die grüne Sozialdezernentin in Trier als nicht diskriminierend und vollkommen angemessen bezeichnet hat, diese Praxis sei menschenunwürdig. Und dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist eine missbräuchliche Verwendung des Begriffs Menschenwürde zur Durchsetzung politischer Ziele. Denn was bitteschön soll daran menschenunwürdig sein, einmal im Quartal einen Behandlungsschein aus dem Briefkasten zu nehmen, um diesen dann beim Hausarzt vorzulegen? Eine solche Bewertung ist im Hinblick auf die bürokratischen Hürden, die jeder deutsche Staatsbürger in vielen Bereichen des Gesundheitssystems über sich ergehen lassen muss, dermaßen absurd, dass man sie als Argument in einem rationalen Diskurs nun wirklich nicht ernst nehmen kann.
Und zu Ihnen, meine verehrten Kollegen von der CDU. Sie haben die Gesundheitskarte mit ähnlichen Argumenten kritisiert wie wir, und dem können wir uneingeschränkt zustimmen. Nur, warum hat dann Ihre gesamte Stadtratsfraktion in Trier die Einführung der Karte befürwortet? Warum hat die CDU nicht die AfD-Position dort unterstützt? Sie müssen sich schon entscheiden, was Sie wollen. Wollen Sie eine ideologiefreie, pragmatische Politik im Sinne der Bürger, oder wollen Sie sich alle Optionen im Hinblick auf Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot offen halten? Sie sollten unsere Politik unterstützen und nicht herumlavieren, sondern eine realistische und vernunftorientierte Politik zum Wohl der Bürger und zum Wohl unseres Landes machen. Und das konsequent auf allen Ebenen des politischen Handelns. Vielen Dank.